Schau mir in die Augen, Kleines, was hinter diesem berühmten Ausspruch aus dem Kultfilm Casablanca steckt. Haben nicht etwa wir erfunden. Vermutlich haben schon vor einigen Millionen Jahren urtümliche Tintenfische ebenso wie heute in die Augen gesehen und ihre Farbmuster nach optischen Signalen synchronisiert. Später hat sich die Vogelwelt dieser Signalsprache bedient und sie weiterentwickelt. Kleinpapageien oder Zwergohreulen können sich nur dann für einen bestimmten Partner entscheiden, wenn sie zuvor mit ihm Blickkontakt hatten, und unsere heimischen Goldhähnchen kopulieren erst dann, wenn der Partner den Blickkontakt erwidert. Bei manchen großen, lebenslang verpaarten Seevögeln, wie etwa dem Blaufußtölpeln, haben die Geschlechter zudem verschieden große Pupillen. Vielleicht erleichtert dieses ganzjährig vorhandene Merkmal im Gedränge der Brutkolonien ein besonders rasches Auffinden des Partners.